Ist das die Kleidung, die verdreckt ist? Nö, ich bin immer noch dreckig. Na gut. Dann mache ich dreckig weiter. Mois, ich hole mir mal diesen Riesenbaum schon, der hier rumsteht, ne? Also dieser Riesenbaum. Der wird safe bei dir gleich hinfliegen, aber egal. Ey. Ah, ne, der fliegt Richtung. Warte mal, hier werde ich reinhauen, oder? Ja, der wird in deine Richtung kurz ein bisschen fallen. Aber der ist jetzt nicht in deiner Nähe. Nö, der fällt nicht in deine Richtung, der fällt in den Wald rein. Schöne Scheiße. Lalala. Sammelbaum, Baumstämme. 2 von 67. Was stimmt, sind das die Baumstämme für das Haus? Irgendwo im Wald sind noch mal ein paar Baumstämme von mir geflogen. So. Der Baumstamm, der hier noch rumliegt, das ist meiner, ne? So, jetzt geht's erstmal hier hin. Ich habe fast keine Ausdauer mehr, fällt mir gerade auf. Hier läuft irgendwo ein Kannibale rum, schön zu wissen. Müssen wir die Kannibalenlager eigentlich alle komplett aufräumen, oder? Also, es ist irgendwann mal so ein Großangriff auf das Kannibalenlager. Also, wenn wir irgendwann mal besser formiert sind. Wow, deine Hütte ist fertig, oder? Ja, ich helfe dir gleich mal. Das hat. Meine Hütte ist eh nie fertig werden. Das dauert noch 10 Jahre. Jahre. Maurice, ja, da habe ich gerade gesagt, nicht Jahre. Ich gut Deutsch. Geil. Vögel sind auch leicht zu töten, ne? Ah, warte mal. Stecker plus Seil ergibt Bogen, ne? Falls ich jetzt richtig denke. Ah, Vogel auch. Und Stein, ne? War das? Es geht ja gar nicht kaputt. Ey Maurice, hier kommen noch mehr Kannibalen. Ins Lager gelaufen. Maurice, es sind drei Kannibalen hinter mir. Hilfe! Das sind zwei. Und dann. Ah. Ja, verpiss dich! Ja, verpiss dich! Und verpiss. Oh geil, ich habe einen Ballen. Und noch einen Ballen. Das ist das Ball von dir. Von deinem. So, wann hat meiner vier Beine? Kopf nehme ich gerne. Oh Mann. Wir haben gerade Menschen verstümmelt. Ist das dir aufgefallen? Wir verstümmeln gerne Menschen, kann das sein? Oh, ab in zwei mit dir. Hier war irgendwo noch einer, aufpassen. Ah, ich habe Bogen. Jetzt. Nein, das da plus. Nee. Ist ein Schädel? Nee.
Hey, jetzt habe ich mir einen Bogen gebaut. Jetzt. Ich habe jetzt einen Feuerstein gebaut. Ja, ich verbessere gerade einfach jede Waffe von mir. Oh. Ja. Weil ich erstmal Baumstämme brauche. Mann, hier laufen Eidechsen. Ah ja, die Eidechsen müssen man mit einer Schleuder töten, ne? Boah, das kotzt mich so an. Oh, ein Stein. Ich fällt ein Riesenbaum. Alter, wie viele Kannibalen sind jetzt hier ins Lager gelaufen in ein paar Tagen? Ich glaube jetzt schon fast über 8 Stück, oder? Mega Baumfeld! Ich weiß. Wie jetzt nicht mehr bei dem Zelt, sondern jetzt beim Baum? Beim Haus? Aber das Haus hat ihr jetzt erstmal die ganze Zeit markiert, egal wie weit du weg bist, oder? Erstmal die ganzen Baumstämme sammeln, die ich hier jetzt erstmal habe. Na moin, wie kann ein Baumstamm dahin fliegen, oder? Was? Nee, da hinten ist der Baumstamm. Okay. Ich wollte mein Grün machen eigentlich, aber okay. Achso, nee, das ist das Zelt, was bei mir so ist. Was? Okay, grüne. Alles, was grün ist, gehört mir. Digga, hier liegen so viele Äste. Hier fliegen so viele Vogelbeeren rum. Ich habe jetzt schon 53 von 89 Baumstämme. Ich muss unbedingt was bauen, damit ich die Baumstämme. Ja, moin. Ich brauche unbedingt einen größeren Baum. Es wird schon wieder nachts, kann das sein? Nein. Die verschwinden automatisch. Baumfell! Batsch! Es wird jetzt schon wieder nachts. Wie kann das sein, dass es so schnell nachts wird? Ah, ich hab ein Zelt. Wenigstens Zelt. Oh, Pilze. Das war ein Stein. Das sind nochmal Baumstämme. Das Ding ist, die kommen aus dem Wald, ne? Das heißt, da, wo du die Mauer hingesetzt hast, die ist jetzt erstmal nicht so gut, ne? Ich meine, die kommen ja aus dem Wald. Hätten wir nicht den ganzen Wald erstmal abbauen? Ja, die sind eigentlich hier überall, aber naja, was soll man tun, Morris? Egal, ich habe einen Leiterplatte gefunden. Eine Bombe. Ach so, warte mal, lass mich ran. Das, plus das, plus das, nee. Plus Zähne vielleicht. Plus ein Stein. Ach Mann. Müssen wir gleich schlafen gehen in dem hier?
Im Albtraum namens The Forest. Also sowas wäre wirklich ein Albtraum, einfach in so einem Wald random einfach aufzuwachen in so einem abgestürzten Flugzeug und fragen, was geht hier, wo bin ich hier, warum bin ich auf einmal hier im Wald? So. Aua. Boah, ich habe mich gerade erschreckt. Ich dachte, ich werde gerade von Kannibalen wieder angegriffen. Sag einfach, wenn wir ins Bett gehen, ne? Ah, oh, ich werde schon wieder angegriffen. Ich gehe auch schnell. Los, 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 los. Oh, ups, falscher Knopf. So, Camp out. Geil. Uff. Hast du was zum Trinken? Na gut. Ich habe nichts mehr zum Essen, fällt mir gerade auf. Da muss ich wohl Köpfe verbrennen. Da muss ich wohl Menschen essen. Meine Frage ist, wo ist mein Lagerfeuer schon wieder hin? So klein, ich verfehle das schon wieder. Okay, es ist auch noch nicht mal ganz hell, ne? Okay, wo ist das Lagerfeuer hin? Schon wieder. Ey, komm, es ist noch nicht mal weg. Ja, es kann nicht angehen. Jedes Mal ein einfaches Feuer. Jetzt haben wir zwei Äste. Ich mein scheiß Lagerfeuer nie finde. Feuer. Ich wollte den Kopf verbrennen. Und zwei und einen Arm. So. Heute gibt's Mensch. Maurice. Ist doch gesund, dachte ich immer. Solange die es ja nicht sehen, was ich mit deren Teammates mache, hier ist noch alles gut, oder? Oh, ich kann essen. Geil, ich kann einen Arm essen. Ich esse gerade einen Kopf. Ich glaube, ich habe gerade einen Kopf gegessen. Nee, der Kopf ist noch im Feuer. Ah, den Kopf kann man nicht essen, oder wie? Ach Mann! Ich hätte mich so gefreut, einen Kopf zu essen. Okay, wie viel brauche ich noch für mein... Okay. Okay, während der Kopf noch gart. Vogel, Vogel, Vogel. Vogel ist entkommen, Mann, Mist. Ist der Kopf fertig? Das Ding ist, ich muss jetzt in einer Nacht fertig werden mit diesem kompletten Zelt. Oh Gott, es backt es auch bei dir zur Hälfte eigentlich? Ah, Eidechse. Hallo. Wie bei Vosium, also so gesagt bei mir, ne? Alter, ich brauche so viele Bretter, ich kann nicht mehr. Du hast einen Zaun, also mal bitte, das geht ja noch. Wir müssten unbedingt über das ganze Flugzeug so einen riesen Zaun bauen und ein paar Lücken freilassen, damit wir wenigstens rauskommen, oder? So. Drei Baumstämme. Ich glaube, ich hole mir die Riesenbäume, weil die geben bis jetzt am meisten Holz. Ich wollte schon Maurice sagen.
Okay, dann hole ich mir jetzt erstmal den hier. Hier hinter so einem komisch, hinter dem Kannibalen. Kannibalenhauptmann! Kannibalangriff, Großangriff! Boris! Ja, so ein scheiß Kannibalenhauptmann! Nimm das! Und das! Oh! Der macht mich gerade fertig. Wo ist er? Der rennt. Oh, Maurice, es sind zwei mit Waffen. Hilfe. Maurice. Es sind zwei Kannibalen. Ein Hauptmann und einer normaler. Na, wer will angreifen? Wer greift von euch an? Du? Ah, du. Ich hab den Kannibalen, Hauptmann. Ich hab ihn. Jetzt du. Ja, ich hab beide. Verrecke. Verrecke. Verreck. Verreck. Gib mir deinen Arm. Ich sag keinen Kopf. Ich will keinen Kopf. Ich will seinen Arm. Und ich möchte auch sein Bein nicht haben. Ich möchte seinen Arm. Der Arme tut mir gerade leid. Ich meine, der wird gerade verstümmelt von mir. Oh. Gut. Er verbrennt. Wo ist jetzt denn hier? Ich schenke dir kurz was, ne? Hier kannst du was essen. Hier ist dein Essen. Hier ist deine Nahrung. Wir müssen einteilen. Ist das der Kannibalenhauptmann? Ist es richtig? Wieso kommt er jetzt schon? Ich dachte, die kommen doch erst später. Ich habe sogar von ihm eine Waffe bekommen, fällt mir gerade auf. Okay, auf jeden Fall. Jetzt kommen jetzt schon die Kannibalenhauptmänner? Okay. Ich glaube, in der nächsten Nacht, das heißt, in der nächsten Nacht kommen jetzt schon die Mutanten oder was? Das wär's. Auf einmal kommt Mutant Maurice. Aber wäre es das nicht eigentlich, auf einmal kommen Mutanten zu uns gelaufen? Obwohl wir nicht mal die Höhle erkundet haben? Aber wenn wir in die Höhle gehen, ich glaube, jeder von uns beiden braucht gute Heilung, oder? Oh Gott, meine Nase juckt. Alter. Machen wir eigentlich einen Weg zu unseren Hütten, so? So einen ganz normalen Steinweg? Und in der Mitte so ein Riesenlagerfeuer. Aber ich glaube eh, dass das Lagerwett nachher noch sogar verlassen von uns beiden, weil wir noch erkunden werden, ne? Ach stimmt, wir können ja jederzeit wieder zurück, aber wir machen schon sehr viel erkunden, ne? Alter, meine Hütte ist zu 66 von 89% fertig. Ach Gott. 66 Holzstücke habe ich. Oh Gott, ich hab. Oh, meine Nase. Boah. Mois hier, das ist schon wieder ein Kannibalenhauptmann. Willst du brennen? Oh, mehr. Du lernst brennen von mir. Du lernst brennen. Komm her. Er brennt! Er brennt! Stirb! 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 Ah, jetzt schon wieder Großangriff. Hilfe. Großangriff, ich bin One-Shot. Hallo. Bin gerade hier vorbeigelaufen. Da hinter meiner Hütte, da sind drei, da sind die. Die kommen. Hinter mir, hinter mir. Oh, aua. Ich bin One-Shot. Ich glaube, der gibt jetzt auch vier Witze, den haben ist halt deiner. Er hat sogar die Waffe für dich fallen gelassen. Ne? Hier, Moritz, hier steht noch einer rum. Ich habe auch fast keine Leben mehr.
Oh, verpiss dich. Ich sag verpiss dich, verpiss dich auch. Weißt du, was pissen heißt? Endlich finished! Okay. Digga, wo ist denn hier diese Scheiß-Kannibalenlager? Maurice. Hat dein Lager auch schon wieder angegriffen? Digga, die kommen ja von überall. Die machen Party hier. Die versuchen uns zu töten, aber kriegen es nicht hin, ne? Was machst du denn da? Na gut. So, da hinten ist noch ein Baumstumpf von mir. Den wollte ich auch noch einsammeln. Letzte Nacht. Habe ich aber nicht gefunden. Und ja, jetzt gehe ich Richtung meinem Haus. Machen wir eigentlich die beiden Zäune eigentlich komplett ums Haus, außer vorne so? Ich weiß, aber machen wir es so, oder? So. Ich glaube, keiner von uns beiden wird jetzt nachts schlafen können jetzt, ne? Okay, ich muss einmal einen Baum abschlachten. Ich glaube, ich mache drei Bäume weg, dann habe ich, kann ich. So, eins, zwei. Hier ist noch einer. Es sind drei Baumstämme. Wo ist da hinten? Nee, ist doch kein Kannibale. Ich hatte ganz kurz, hier ist ein Kannibale, aber das wäre wieder nervig, wenn hier Kannibalen sind, oder? Ja, toll. Ich habe keinen Platz mehr für Knochen. So, warte mal, ich kann aus normalen Knochen. Plus nochmal. Was kann ich aus nochmal das da? Kann auch das da. Und, nee. Also Knochen plus Stock, nee, Knochen plus Seil plus Lappen entsteht gleich Feuer brennen, ne? Dings. Na gut. Ein Vogelsicht. Ah, Vogel verscheucht. Scheiße. Steine habe ich schon genügend. So. Irgendwo da hinten war ja noch ein Baumstamm, den ich nicht einsammeln konnte. Wo war der? Ah, da ist er. Digga, wir haben hier so viele Bäume weggehauen. Eins, zwei, drei, vier. Ah. Ach ja, stimmt ja, ich kann noch einen mitnehmen, maximal. 70 von 89, fehlen jetzt noch 9, ja, fehlen noch 19, richtig? Sehr gut. Große Baumstämme brauche ich jetzt, große. Ja, hier hinten sehe ich schon wieder nichts. Okay. Irgendwo hinter mir habe ich gerade einen komischen Astbusch. Also, desto weiter unten du auf dem Baum ein Haus, desto mehr Holzstämme kriegst du, oder? Wenn ich jetzt einen Kannibalen erschlagen habe, ne? Oh, fünf Baumstämme, okay. Ich sah in meinen Schatten gerade aus. Wie muskulös sind wir eigentlich, um riesen Baumstämme zu gerade tragen? Steck. Naja. Wenigstens. Wenigstens habe ich auch so einen Busch mit Vogelbeeren an meinem Baumhaus noch.
Ein paar Busche brauche ich auch. So. Aber wenn wir schon eine so richtig lange Wanderung machen, brauchen wir dafür auch Fackeln und so, oder? Okay, ich habe eine Fackel. Würde das reichen? Ich glaube wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht gerade genau, warum ich gerade kurz nachgucke. Ich hätte eine kleine Blockhütte bauen können. Ist das dein Ernst? Ich glaube, einen Garten machen wir auch noch hin, oder? Für Essen, Nahrung so. Aha. Ich kann den Axt noch mit irgendwas anderes verschmelzen, aber mit was? Plus Kopf. Ass. Ist das? Nee. Ist das? Ah. Jetzt, ich kann aus dem Skill Knochenstück und einen Stock eine Spitzhacke bauen. Hey, wie viele soll ich von diesen. Viele dieser Fackeln brauchen wir eigentlich. Ich glaube noch ein paar, oder? Reicht jetzt mal eine. Digga, ich will meine Axt ausrüsten. Ja, ich will nicht die Keule ausrüsten. Ich will meine Axt ausrüsten. So. Dafür, dass ich jetzt schon die ersten 3000 Male gerade gestorben bin. Weil die gefühlt immer gewartet haben, bis Maurice weggeguckt hat. Und die mich dann angegriffen haben, was ich echt ein bisschen scheiße finde. Die haben einfach so betrogen. Die haben einfach gewartet. Ey, der Arsch. Obwohl du eigentlich gerade keine alten Waffen, deine Waffen nicht behalten durftest, ne? 75 von 89, ich glaube, die Hütte kriege ich noch fertig. Und wie sieht es gerade bei dir aus? Jetzt Steinlager. Kann ich mir diese Pilze ausleihen, die hier auf dem Boden liegen? Ich brauche Essen. Ja? Thanks. Die Vogelbeeren gehören dir, oder? So. Weil ich glaube, nur Bäume in der Nähe könnten wir gut fällen, weil ja, ich glaube, keiner hat von uns Bock, den ganzen Berg runterzulaufen. Aber jetzt noch nicht, ne? Ach, in die Richtung, wo ich reinhaue, in der Richtung fehlt er immer. Hallo, schlag dazu. Boah, ich habe keine Ausdauer mehr. Ach, deswegen schlägt man nur eins zu. Ah, trinken habe ich auch nichts mehr. Ich habe nur noch ein Soda, eine Soda. Ich glaube, wir müssen irgendwie trinken, was zum Trinken finden. Ich weiß nicht. Erstmal mein Haus. Haben wir überhaupt Türen an diesem Haus oder? Ah, dann gut. Ich hoffe, wir hätten keine Türen an dem Haus. Dann sind wir am Arsch. Benutzt du eigentlich die Keule, wenn wir in der Höhle sind, oder? Aua! Ich glaube, ich habe einen Giftpilz gegessen. Paar Pilze sind nicht giftig, paar Pilze sind giftig. Fünfundsiebzig von 89. Ich glaube, wenn wir weiter runtergehen, dann treffen wir wieder auf Kannibalen, oder?
Ja, gut. Ich habe irgendwie gerade keinen Bock auf Kannibalen. Ich gehe so ein Stück runter und hau immer auf jeden Baum, den ich gerade sehe. Okay. Muss aufpassen, ich kuller fast den Berg runter hier. Okay. Eins, wo? Giftpilze. Das sind auch nochmal zwei Steine. Okay. Ja. Holz sammeln, ne? Digga, meine Steinachse. Wohl, könntest du jetzt eigentlich theoretisch erstmal deine Mauer zu Ende bauen, ne? Jetzt. Ja gut, 83 Holzstücke habe ich jetzt. Ja, noch ein einziger Ast fehlt mir und ich kann hier so ein Baumstammlager bauen. Wie viele Bäume haben wir jetzt insgesamt weggehauen? Ich glaube fast jeden, oder? Stell mal, wir hätten jetzt jeden Baum einmal abgefällt. Theoretisch würden die ja wie spawnen wieder, oder? Ey, das ist ein Mistelbaum. Ich muss euch den ganzen Berg runterlaufen, ey. Aber es ist ein komplett neuer. Warum wird das so heftig, so richtig dunkel? Es ist dunkler als immer sonst. Normalerweise. Okay, ich habe 83 von 89. Ich glaube, wenn es nachts ist, dann immer zusammenbleiben bei der Position, oder? Immer in der Nähe des Flugzeuges bleiben. Ist, glaube ich, ein guter Deal, oder? So. Das sind dann nochmal plus zwei. So. Der blaue Balken ist der Schlafmangel, oder? Der eine war Ausdauer, der andere war Leben. Oh, noch drei Stück für mir. Kein Giftpilz diesmal. Wow. Bist du eigentlich immer noch am Baum? Haben wir noch irgendwas im Flugzeug vergessen eigentlich? Oder? Heilbauchstraußsamen habe ich. Oh. Ich habe Kopf, ich habe noch genug Nahrung. Müsste es eigentlich sein, wenn ich gare. Komm schon, Fall! Fall! Fall doch endlich! Baum fällt! In Slow-Mo. Oh, schon wieder Kannibalenangriff. Mann, Maurice, kannst du mir kurz helfen? Ich kann nichts machen. Ich habe Baumstämme in der Hand. Achtung! Aua! Verpiss dich! Mann, ich kann nicht zuschlagen! Hilfe! Bitte!
Bin gleich tot. Junge. Nein, oh Gott! Mann, ist das nicht ein kleines bisschen. Fick dich. Ich nehme das Mädchen, du nimmst den Jungen. Oh, ist. Mann, bleibt doch ehrlich tot. Er lebt immer noch, kann das sein? Ich nehme das Mädchen, du nimmst den Jungen. Viel Spaß. So, du wirst hoffentlich ein geiler Snack. Oh, lecker, lecker. Beine, Beine am Morgen. So. So, endlich. Hauptsache, jetzt haben wir mal Ruhe, oder? Bei mir waren es nur, aber bei mir waren es nur 12. Digga, wir müssen echt mal das Lager von ihm finden, kann das sein? Oh, ich kann endlich essen. Wo ist, wenn du Bock hast, kannst du hier was essen bei mir. Ah, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, aua, 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 aua. Das Dumme ist, ich habe keine Pillen mehr. Sollen wir erstmal schlafen gehen? Was? Muss ich einfach nur ins Haus gehen? So, erstmal die Hausfarbe grün, so. Schlafen. Okay. Schlafen. 12 von 2. Digga, es wird ja immer brutaler mit den Viechern, kann das sein? Ah, meine letzte Soda muss ich jetzt verschwenden. Ach, fuck. Oh, zum Glück, dass ich aber wenigstens noch das hier habe. Hallo? Ey, das nervt ein bisschen. Ich muss einen Arm essen, sonst bringt mir das nichts. Ist doch gesund, einen Arm zu essen, oder? So, Haus ist fertig. Ich glaube, jetzt fange ich sogar mit den Lagern hier an, die ich gerade hier platziert habe noch. Du hast Hunger, finde etwas zu essen. Ah, ich habe schon was zum Essen. Menschliche Überreste. Immer das Beste, was man essen kann. So, 4 Baumstämme brauche ich nur dafür. Okay. Muss machbar sein. Baust du gerade etwas oder fällst du gerade was ab? Ja, gut. Ich kann jetzt schon, ich kann jetzt schon hier, mache jetzt schon mal hier Dings. Mach ja, ich kann jetzt schon mal Pflanzen machen, ne? Enten. Dann noch so. Ich brauche aber erstmal Baumstämme. Ach, es werden wieder so Baumstämme übrig bleiben. Ah, nach unten gehen habe ich gerade keinen Bock. Ich glaube, wir gehen in nach der nächsten Nacht. Gehen wir rund, gehen wir schon mal los, oder?
Ich habe keinen Bock mehr auf diese Kannibalen. Baum fällt. Alle mal Achtung. So. Okay, Pflanzen sind drin. Das Ding ist, da hinten sind noch meine Baumstämme auf dem Boden. So. Okay, was kann ich noch hier so? So. Hier ist die Mauer. Okay. Besser wäre, wenn wir beides so barrikadieren, so gut es geht, oder? So. Bisschen abbiegen. Oh Gott, jetzt ist es eng. So. Muss ich gucken, wie es weitergeht. Okay, so kann ich es machen. Hier ist meine Endstation für diese Wand. Ich frage mich wohl was. Wenn ich schon, wenn wir schon angegriffen werden, mache ich ein bisschen ernster. Müssen wir ja machen, wenn die uns angreifen, ne? So. Und danach. Wie geht das denn? Wo ist hier ist ein Kannibale? Hau ihn eine rein. Ist er gerade durch meine Wand gelaufen? Okay, noch nicht tot. Er ist tot. Reicht auch, hör auf deine Hand zu gucken. Überströmt, wasch dich, um eine Infektion so vorzubeugen. Ah, jeder kriegt mal eine Infektion, ist doch nicht so schlimm. Meinst du deinen Körper? Schmeiß ich dahin, wo die Leichen kommen, okay? Ich schmeiß ihn dahin, wo jede Leiche hingehört. In deren Zelt. Du hättest deinen Kopf noch mitnehmen sollen. So, was kann ich eigentlich aus den menschlichen Überresten machen? Knochenleuchte. Das kann man noch in die Hütte bauen, ne? Oh, das baue ich ja hier hin. Maurice, ich baue mir Wolf, wenn ich gerade eine Knochenleuchte in mein Haus auf. So, Vogelhäuschen kann man auch noch aufs Haus, ne? Schädellampe, Deckenlampe, Feuerstelle, Couch. Ich richte mal ein bisschen mein Haus muss auch eingerichtet werden. Machst du das eigentlich auch bei deins? Oder so? Wozu habe ich eine Couch? Alter, Falle.
Hat dich da gerade jemand eingeladen oder? Wieder nur so derjenige ist online. Oh, hallo Vöglein. Hallo. Ja, ich bin dein bester Freund. Warum? Oh, heilige Scheiße. Hier ist schon wieder ein Kannibale. Es kann nicht immer sein, dass hier überall ein Kannibale sind. Überall. Kommt her, ihr hässlichen Vögel. Ich will euch essen. Mit einer Axt kommt er ja nicht so weit hoch. Mann, Mist. Knochenstuhl. Oh, ich habe langsam nicht mehr so viel, fällt mir gerade auf. Ihren. Irgendwie kann man alles mit diesen Sch mit die mit diesem Dings bauen, ne? Aha, okay. Ich rüste weiter die Axt aus. So, meine Hütte, Maurice Hütte ist auch am Start. Oder? Das Ding ist, wir brauchen müssen Schildkröten. Ich sehe, da unten ist ein Weg. Ja, da unten ist eine Höhle. Maurice, da unten ist eine Höhle. Ich sehe es. Bei mir ist, wo ich gerade bin, da ist auch eine Höhle. Achtung, gleich fällt ein Baum. Das wird nichts schön. Maurice, wir sind Holzfäller. Fällt es dir gerade auf? Holzfäller-Simulator ist es einfach. So. Aber wir bauen uns auch so eine Angelhütte, oder? So. Erstmal hier hin. Nur noch eine und dann habe ich die erste Wand fertig. Ist das wieder, war das ein dicker Baum oder war es ein dünner? Oh, dann dauert das immer eine Weile. Lalalalalala. Na gut, ich glaube erstmal einer reicht von denen. Eine Wand ist fertig. Wo sind denn diese Tore für diese Mauer? Wo sind die denn? Ja, komischerweise, ich habe das auch gemacht mit den Starre Fallen. Aber das Witzige, ich habe vor. Digga, was geht hier wieder ab? Hat sich der Wind jetzt beruhigt oder braucht er oder hat er Probleme? Dornenwandfalle. Sturz. Hier ist ein Kannibale. Hier sind schon wieder so Kannibalen. Piss dich. Moes, Kannibalen, Großangriff. Das sind 2, 3, 4, 5 und hinter meinem Haus ist auch noch einer. Ja, solange die uns nicht angreifen, greifen uns ja nicht an, ne? Aua, ich muss angreifen. Alter, greif doch an! Mann, ey. Erreck doch mal. Verreckt. Verreck.
Gott. Dann geh weg von mir. Geh weg. Kusch. Kusch. Komm, ich will meine Axt ausrüsten. Oh, Hilfe, ich bin One-Shot. Sie ist noch hier. Ich höre sie. Wo ist sie? Ist doch da. Guck mal hier. Hier ist sie. Verpiss dich. Da ist sie. Alter, ich bin so One-Shot wegen der Kuh. Wo ist die? Ist ja immer noch da. Jetzt verbrenne ich sie. Ist recht. Komm her. Wenn du brennen willst, verpiss dich. Digga, die lebt immer noch. Wie geht das? Aua. Aua, ich bin tot. Maurice, Hilfe. Hilfe. Brauch Medizin. Die ist in ihrem Lager. Ja, danke. Oh, Alter, wo ist diese dumme Kuh? Wieso habe ich jetzt mein... Oh, nee, ich sag Axt ausrüsten, dann rüstest du diese Axt aus. Was war das? Hast du es gerade nicht gehört? Hat gerade jemand gebrüllt und ich brauche Nahrung jetzt sofort. Das sind zum Glück noch Vogelbeeren. Oh Gott. Ihr hässlichen Motherfuckers, wenn ich euch finde, jemals, dann bringe ich euch um. Oder die bringen mich wieder um. Ist wieder umgedreht. Tschüss, Alexa. Ich dachte kurz, hier wird was anderes. Noch mehr von diesen beschissenen Homo sapiens auf dir. Auch noch mehr habe ich davon keinen Bock. So. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen den Berg runter. Ja, haben da oben ja fast kaum mehr Bäume, ne? Ah doch, da kommen Kannibalen. Kannibalen wieder. Muss hier irgendwie hochkommen. Oh Gott. One-Shot, warum laufe ich sonst wieder hoch? Okay, ich habe einen Stock. Ich bin schon die ganze Zeit One-Shot. Weil ich vielleicht nichts mehr zum Heilen habe. Ah, jetzt bin ich vor. Jetzt habe ich gerade einen Giftpilz gegessen. Ups. Na gut. So. Geheilt. Moritz sagte, du wurdest verfolgt. Wo ist jemand kräftig an? Jemand kommt. Eine Hand. Eine hässliche. Kann ja auch. Ich guck sie ihn auch gerade an. Oh Gott, es laggt so hart. Verpiss dich. Oh Gott, es kommen noch mehr. Oh,
Großer Griff auf mich. Ah, da hinten ist ja noch einer. Maurice. Aber sie ist schon wieder da. Wie ist sie gerade durch deine Wand geglitscht? Ich sehe erstmal nur schwarz. Oh Gott. Ich versuche wegzurennen, aber ich sehe ich. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, Mama Mia. Ja, ich hab sie endlich. Ja, jetzt ist sie tot. Na gut. Endlich ist sie tot. Du bleibst in meinem Haus liegen. Bleibst hier liegen. Flugzeug. Meinst du ein Flugzeugfall gerade? Oh fuck. Aua. Oh Gott, ich brauche Hilfe. Alter. Wieso kommen sie hier so? Warum sind hier so viele? Hallo? Pass auf, hier beim Flugzeug ist jemand. Ja, hier ist er. Ah, da. Oh. Es regnet endlich. Oh, Regen. Nach 10 Jahren wieder. Leichen, ihr bleibt hier liegen. Bis ich wahrscheinlich Lager gebaut, Feuer gebaut habe, schon wieder. Ja. Zwei Äste brauche ich. Kann sein, dass wir hier oben keine Äste mehr haben. Wo ist? Ah, wir haben Steine, aber ich habe keine Äste mehr. Schöne Scheiße. Na gut, wenigstens habe ich jetzt was zum Essen. So. Maurice? Maurice? Hallo? Ich habe Wasser gefunden. Ich die nicht mehr. Oh, ups. Maurice, lass mal schlafen gehen. Ich höre dich nicht mehr. Aha. Ja, ich habe Wasser gefunden, ne? Da ganz hinten, wenn wir geradeaus von den Hütten geradeaus gehen, da ist Wasser. Okay, meine Hütte ist direkt nebenüber. Gegenüber. Sollen wir erstmal wieder schlafen gehen? Na, erstmal verbrenne ich hier die Leiche in meiner Hütte. Alter, ist. Oh. Fuck, meine Hütten. Aber ist noch nicht, glaube ich, sogar morgens.